endlich. Du Speaker, ich weiß, Bro, du denkst dir, Mickey schweift nicht mehr so viel aus, deswegen sage ich nur eins. Day number 4 vom Ultimate Trade and Build Bootcamp. Heute from 0 to 7 Fix, okay, mit Erik Lukas. Leute, drop mal einmal 7 Fix in den Chat, okay? Das ist die Sache, Mann. 7 Fix sollt ihr in den Chat droppen. Nicht nur 7. F-I-G-S. Für die Leute, die nicht wissen, was 7 Fix heißt. 7 Fix heißt siebenstellig und steht für Millionen, okay? Das ist die Sache, Guys, ja? Und Leute, der Typ, den wir heute hier zum Speaken haben, es ist wirklich geil, Mann, aber ich werde nicht das typische Edifying machen, sondern ich werde über eine von Eriks Chairman-Superfähigkeiten reden, okay? Weil ihr müsst euch folgendes vor Augen führen: im Laufe dieses Businesses werdet ihr eure Nummer 1 Stärke einfach herausfinden, okay? Eure Nummer 1 Stärke, wo ihr merkt, okay, ihr seid einfach, ohne abgehoben zu klingen, aber ihr seid einfach viel besser als die meisten Leute darin. Ihr habt ein natürliches Gespür für diese Sache und ihr könnt über diesen einen Punkt nachdenken, wie andere Leute es nicht machen können, okay? Ihr seid einfach in der Sache ein Künstler, ihr seid ein Artist, okay? Und das ist die Sache. Und Eriks Chairman-Superfähigkeit ist Conviction. Droppt einmal in den Chat rein das Wort Conviction, okay? Conviction, das wird so geschrieben, bevor ihr Google... Okay, perfekt, ihr könnt es richtig schreiben, optimal. Mit C, genau. Conviction, Leute. Was bedeutet das Wort Conviction, Leute? Conviction bedeutet, schwer auf Deutsch zu übersetzen, sowas wie, man ist extrem überzeugt von sich selber, wisst ihr? Es ist so, wie soll ich das sagen? Man ist sehr dickköpfig, man ist sehr, sehr stur, man ist aber im positiven Sinne, man ist einfach extrem überzeugt von sich selber, man rennt durch Wände, durch die man nicht rennen kann, wisst ihr, was ich meine? Und Leute, ich kenne keine Person, die so convicted ist, okay, wie Erik, definitiv. Woher ich das weiß, Leute, weil der Typ, okay, hat schon immer wieder Ziele ausgesprochen, wo ich gedacht habe, und ich meine es gar nicht böse, aber wo ich mir dachte, Bro, ist ein bisschen unrealistisch, weißt du? Das ist die Sache. So zum Beispiel einen Monat bevor Erik Chairman gegangen ist, okay, genau einen Monat davor, als er nur 280, 290 Leute im Team hatte, er hatte gesagt, Bro, in einem Monat werden wir Chairman sein, okay? Und als er mir das erste Mal gesagt hat, okay, tamam, ne? Wie ist das, ne? Aber dann ist er am nächsten Tag nochmal auf mich zukommen. Dann nochmal. Jeden Tag hat er seinen Kalender in seine 20%-Gruppe damals reingepostet, okay, und er war immer rappelvoll, jeden einzelnen Tag, auch wenn das Backoffice das reinste Armageddon war, okay, und nach einem Monat ist einfach passiert, er war einfach Chairman 10, Leute, okay, das ist die Sache, aber das Interessante ist folgendes, niemand hat dran geglaubt, aber nur dadurch, weil Erik so convicted war, okay, ja, und so überzeugt war und es als etwas so Selbstverständliches gesehen hat, hat jeder dran geglaubt und alle haben seinen Chairman dann gemacht. Und genau dasselbe, Leute, und das ist crazy, weil dieser Mann, er ist nicht nur im Network ein Biest, und Chairman 10 zu gehen, Leute, ist schon alleine eine ultra heftige Tat an sich, sondern auch im Trading natürlich, darüber müssen wir nicht reden. Und Leute, letztes Jahr hat Erik gestated, hey, Bro, nächstes Jahr werde ich 7 Figures sein. Nächstes Jahr werde ich 7 Figures sein. Und das hat er gestated, Leute, bevor er sein erstes 6-Figure FTMO-Konto hatte. Und for a fact, Guys, ich will einfach nur ehrlich zu euch sein, ich dachte mir, es ist unrealistisch. Ich dachte mir so, okay, ist ein cooles Ziel, so um sich zu motivieren, Bro. Geil, Mann. Nice, weißt du? Aber Leute, ich werde jetzt nicht sagen, okay? Ich werde jetzt nicht sagen. Ich sage nur eins. Der Typ tut die Dinge, die er sagt, tatsächlich. Okay? Er tut die Dinge, die er sagt, tatsächlich. Und auch wenn er jetzt mir sagen würde, er geht nächstes Jahr 8 Figures, Guys. Mittlerweile, ich würde es ihm einfach abkaufen. Okay, ich würde es ihm einfach abkaufen, weil ich einfach weiß, wie stur der Typ ist und dass er einfach durch seine Sturheit irgendwo, durch diese Conviction, alle um ihn herum dazu bringt, auch daran zu glauben. Und das ist eine super Fähigkeit, Bro, die du hast, dass du damit auch Leute um dich herum einfach inspirieren kannst, selbst an so große Dinge zu glauben, an die sie selber nie geglaubt haben, weißt du? Das ist die Sache. Leute, Erik ist im Trading auch eine Definition von einem Leader, ja, weil er euch einfach einen Belief gibt, Guys, ja, dass das, was ihr erreichen wollt, dass es selbstverständlich ist. Und in diesem Sinne hätte ich gesagt, Bruder, ich gebe dir auf jeden Fall das Wort ab, es ist ein wahrer Genuss, Mann, ja, mit dir zusammenzuarbeiten und das gilt für alle hier, deswegen, Bro, wir sind gespannt auf deinen Part und let's go! Alright, easy, Bro, ich danke dir vielmals für die Worte und Guys, lasst uns echt direkt reinstarten, weil es war mir echt klar, dass Mickey komplett ausschweifen wird. Ich meinte doch eigentlich vorhin noch, ja, promote bitte am Ende, aber keiner weiß, weil ich habe um 22 Uhr den nächsten Team-Call, habe aber gefühlt Value, der gefühlt auch 2 Stunden gehen könnte. Also es wird auf jeden Fall spaßig, deswegen Guys, lasst uns direkt reinstarten, lasst uns vor allem auch fokussiert sein auf diesem Call, na, weil ich bin mir relativ sicher, dass der ein oder andere, vielleicht nicht jeder, aber der ein oder andere heute Dinge definitiv aus einer anderen Perspektive hören wird, heute irgendwo verstehen wird, ja, warum das Ganze irgendwo so machtvoll ist in Kombination, heute wirklich verstehen wird, was es irgendwo braucht,
um wirklich nachhaltig sehr, sehr krasse Resultate aufzubauen, auch vor allem hier im Bereich Trading. Deswegen, Guys, ich sage immer wieder, geh auf jeden Call mit einer Intention. Deswegen geh auch auf diesen Call hier mit einer Intention. Ja, leg bitte deine Ablenkungen beiseite, weil ich denke, die ganze Woche, ja, die ganzen Speaker, die wir hatten, ja, jeder dieser Speaker macht diesen Call definitiv nicht für sich. Ja, genauso wie auch ich diesen Call hier nicht irgendwie für mich mache, weil ich habe das Wissen und ich habe die Erfahrung, aber ich bin mir relativ sicher, dass du es vielleicht in gewissen Aspekten eben noch nicht hast. Und deswegen ist dieser Call heute für dich, ja, dieser Call ist für dich wichtig, deswegen einfach nur Empfehlung von meiner Seite, ja, sei wirklich fokussiert, nimm das Ganze richtig wahr und dann kann das Ganze auch für dich funktionieren. Guys, dann würde ich sagen, lass uns direkt reinstarten, erstmal generell heute ja Gameplan von, ja, von Zero to Seven Figure. Und ich bin euch ehrlich, wer zu mir erwartet hat, dass er heute so einen Step-für-Step-Checkliste bekommt, wie man Seven Figures geht, nein, kann ich natürlich leider nicht bieten. Aber na, ich werde dir mal heute wirklich einfach Erfahrungswerte mitgeben. Ich werde dir einfach heute Dinge erklären, ja, die mir definitiv geholfen haben, irgendwo an diesen Punkt zu kommen. Aber vor allem musst du erstmal verstehen, ja, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, auch vor allem für jede einzelne Person, die vielleicht noch nicht allzu lange am Start, du musst erstmal die Macht dahinter verstehen. Weil ich bin der Meinung, die meisten Menschen, auch gerade hier in diesem Business, auch vielleicht gerade hier auf diesem Call, ja, für die ist Six Figure, Seven Figure, Eight Figure, es klingt zu weit weg. Es ist zu unrealistisch. Es ist einfach nicht greifbar für dich. Und deswegen bist du irgendwo gar nicht erst bereit, einfach gewisse Steps dafür zu tun, weil es einfach zu weit weg für dich ist. Deswegen musst du vor allem erstmal checken, ja, welche Power überhaupt Trading hat. Guys, ich sage es immer wieder, ja, Trading ist für mich oder war für mich einer der härtesten Dinge zu erlernen. Zwar nicht das aktive Traden an den Märkten, aber generell alles, was dazugehört, ist einer der schwierigsten Dinge, einer der schwierigsten Skills, die du auf diesem Planeten erlernen kannst. Aber es ist halt auch wirklich genau der Skill, der dich komplett frei machen wird. Es ist genau der Skill, ja, der dich einfach finanziell an einen komplett anderen Punkt bringen wird. Es ist genau der Skill, ja, mit dem du mit deinem Handy zu jeder Zeit, egal wo du gerade bist, irgendwo Geld verdienen kannst. Es ist genau der Skill, der dich einfach komplett frei machen wird. Und dementsprechend musst du verstehen, das ist natürlich auch nicht easy. Und ich will first of all euch ein ganz kurzes kleines Video zeigen, einfach als Inspiration. Ja, ich denke, die ein oder anderen kennen das Video, ich habe es schon öfter mal gezeigt, aber ja, das beschreibt eigentlich irgendwo so die Macht hinter Trading. Deswegen seid kurz fokussiert auf das Video hier. Ich spiele es kurz ab. Kann man das sehen und auch hören? Perfekt, easy. You know, one day we're making 100k a month. That time came, right? And then it hit the, oh, you know, one day I'm gonna make 100k a week, right? That time came, right, where I made 100k in a week. Now the time has came where I made 100k in a day. And it literally, trading is all a game. Trading is all a game of leveling up, where you start off, you know, making $100 a trade, winning trade obviously, making $200 winning trade, and you literally go from level 1, level 10, to level 100. And I feel like I've reached a level where it's just been insane. Like, the numbers that I'm, I don't want to use the word playing with, but the numbers that I'm trading with right now and the numbers that I'm used to now, I only literally dreamt about like seeing these numbers literally 5 years ago when I first started trading, and it's just crazy to see that I've gotten to this. Yes, guys, genau. Mamik würde jetzt sagen, that's the point. Aber Leute, genau das ist der Punkt im Trading. Leute, es ist einfach krass zu sehen. Es ist einfach krass zu sehen, weil jeder irgendwo ganz unten anfängt. Jeder fängt an mit diesen kleinen Resultaten. Jeder fängt an mit einem Demokonto. Jeder fängt an mit seinen ersten paar Trades. Ich kann euch auch hier kurz was zeigen. Na, ich will euch einmal heute auch so ein paar Sachen einfach zeigen. Ja, auch ich damals, ja, einer meiner ersten Echtgeldkonten, am 11. Juni 2019, Guys. Auch ich habe mal mit einem fucking 100-Euro Echtgeldkonto angefangen, wo ich hier 7 Cent im Minus war, hier mal 84 Cent im Profit. Bedeutet, ihr seht, Guys, jeder startet irgendwo gleich. Ja, jeder startet irgendwo gleich. Und deswegen sage ich dir first of all auch vor allem, ja, fokussiere dich nicht auf die Resultate oder auf das, was jetzt gerade da ist in einem Trading, sondern denk long term. Hol dir Inspiration, Guys. Ich habe dieses Video, Leute, glaubt mir, also wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben, ich habe dieses Video locker tausendmal angeschaut. Perfekt. Locker tausendmal. Ich habe das teilweise, ja, an einem Tag 10, 20 Mal hintereinander angeschaut. Einfach nur, weil ich gesehen habe, okay, ja, jeder hat den gleichen Prozess, jeder geht irgendwie die gleichen Dinge durch, weil Leute, das Krasseste am Trading ist doch ein Aspekt, oder? Das Krasseste am Trading ist, dass wir immer wieder den gleichen Kram machen. Wir machen immer wieder die gleichen Dinge, immer wieder die gleichen Analysen, immer wieder die gleichen Trades, immer wieder die gleichen CRVs, nur halt eben mit der Zeit, durch den Prozess, durch die Erfahrung, halt eben mit mehr Kapital.
Ja, und das würde ich aber wirklich mal klarstellen hier auf diesem Call. Und by the way, falls irgendwie so ein paar Sachen jetzt kommen, die vielleicht nicht ganz compliance-gerecht sind, müssen wir das später rausschneiden. Aber ich will aber heute einfach ehrlich mit euch sein. Weil, Guys, wenn wir ehrlich sind, na, das, was ich aktuell mache mit Trading, also wie ich analysiere, wie ich Junge vorgehe, es ist eigentlich nichts anderes wie auch schon vor ein, zwei Jahren. Es hat sich nichts verändert. Du denkst vielleicht irgendwie nur, dass es irgendwie ultra krass ist, dass es irgendwie komplett special ist, dass ich irgendwie tausend Dinge irgendwie neu erfunden habe oder whatever. Aber, Guys, am Ende, ja, die Leute, die auch in der Private Story drin sind, und teilweise diese Trading-Tage sehen, das sind auch nur 20, 30, 40 Pips. So, wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach nur mit mehr Kapital, einfach nur mit größerem Nutz, aber es ist nichts Besonderes. Bedeutet, du musst checken, naja, dass mit der Zeit so oder so irgendwo diese Level frei gemacht werden, weil Nick hat es eben so schön gesagt, ich habe schon lange, bevor ich FTMO-Trader wurde, habe ich schon gesagt, okay, ich werde FTMO starten, ich werde FTMO bestehen, ich werde FTMO outmaxen, ja, ich werde auch TFF outmaxen, ich habe das alles schon vorher gesagt, genauso wie ich vor einem Jahr gesagt habe, dass es irgendwann Standard sein wird, 10K-Days zu haben, ja, und das Ganze wurde irgendwo Realität, genauso wie ich euch jetzt sage, dass in ein, zwei Jahren, und da sind wir wieder bei dem Punkt, was Mickey vorhin meint, in ein, zwei Jahren wird es auch 100K-Days geben und die Standard sein werden, for a fact. Warum? Weil ich diese Dinge einfach jetzt schon sehe und weil ich weiß, das ist nur eine Frage der Zeit, ist, bis man genau an diesen Punkt kommt. Und genau das Gleiche ist es auch bei dir, egal wo du gerade stehst, du musst dir bewusst machen, ja, dass die Power hinter Trading so crazy ist und dass du automatisch, wenn du einfach bereit bist, einfach gewisse Dinge zu verstehen, an diesen Punkt kommst. Ja, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, Guys. Deswegen, wie gesagt, first of all, will ich, dass du erstmal verstehst, ja, dass, wie gesagt, dass einfach jeder hier irgendwo seine eigene Reise durchgeht, weil, ja, ich finde, so die meisten Leute sehen immer nur das, was jetzt sagt. Ja, die sehen mich jetzt irgendwie hier eine knappe Mio Fremdkapital. Ja, er macht seine, keine Ahnung, ein paar K per Day, whatever. Alle Leute sehen irgendwo diese Dinge, aber du siehst halt nicht, wie es wirklich war. Du siehst nicht, wie irgendwo dieser Prozess war. Deswegen würde ich dir mal ganz kurz so ein bisschen erklären, wie es auch vor allem bei mir war, weil, glaub mir, Guys, auch mein Weg war nicht easy. Ich bin gestartet damals, na, hatte keinen Plan von Trading, konnte gefühlt Trading nicht mal ausschreiben. Na, ich habe damals dann nach 3 Monaten angefangen, mit Echtgeld zu traden, habe innerhalb von 2 Wochen oder so, na, 4, 5 Echtgeld-Accounts geplättet, hintereinander teilweise in einem Tag. Na, und all diese Dinge, ja, ich habe mir damals Accounts aufgemacht mit meinem letzten Geld, obwohl ich broke war, da habe ich meine Echtgeld-Accounts aufgemacht, dafür, dass ich die ja nach einem Tag irgendwie geplättet habe, na, all diese ganzen Dinge, all diese ganzen Rückschläge, all diese ganzen Probleme, und ihr kennt es vielleicht selber, ja, könnt ihr gerne mal in den Chat reinschreiben, ja, ihr wisst selber, oder? Trading kann manchmal sehr, sehr frustrierend sein, ja, Trading kann manchmal sehr, sehr frustrierend sein, ja, manchmal ist es so, du baust irgendwo 2, 3 Wochen wirklich mit einem guten Risiko, mit, sage ich mal, guten Emotionen, irgendwo ein gewisses Kapital auf, ein gewisses Konto auf, und hast du einfach einen kompletten Aussetzer in deinem Kopf und auf einmal verlierst du einfach alles innerhalb von 10 Sekunden, einfach nur weil du zu blöd warst. Na, genau diese Dinge. Deswegen ist Trading ultra schwierig und deswegen ist es irgendwo, ja, sehr, sehr frustrierend. Aber long-term wird es genauso sein, wie du es haben möchtest. Weil, Leute, damals schon, ihr kennt vielleicht all diesen Satz, ja, damals hat schon Christopher Derrick gesagt, irgendwann wird ein Tag kommen und ein Tag kommen, der dir all den Schmerz nehmen wird, den du die letzten Jahre im Trading und deinem Prozess aufgebaut hast. Irgendwann wird ein Trade kommen, der dir deine komplette finanzielle Sorge nehmen wird. Irgendwann wird ein Trade kommen, der einfach irgendwo alles ausgleicht gegenüber dem, was du vorher aufgebaut hast. Deswegen sage ich dir eine Sache, auch vor allem im Trading, dadurch, dass du irgendwo leicht frustriert werden kannst, ja, du musst, und ihr kennt diesen Satz schon vom Network, du musst wirklich bereit sein, Leute, das ist so wichtig im Trading, wirklich von Rückschlag zu Rückschlag zu Rückschlag, von Deprimierung, 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 immer wieder weit zu gehen, ohne wirklich deine Begeisterung generell, irgendwo deine Work-Ethic generell, deine Mentalität zu verlieren in diesem Bereich. Und ich sage dir eine Sache, an sich ist Trading gar nicht so schwer. Ja, Trading ist an sich gar nicht so schwer und wie gesagt, ein bisschen differenziert denken, aber mittlerweile, Guys, kennt ihr das so damals immer, man sucht irgendwie so diesen Holy Grail. Ich bin mittlerweile einfach so an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe meinen eigenen Holy Grail gefunden. Na, bedeutet, mittlerweile ist Trading für mich ein Kinderspiel geworden, aber es ist echt einfach für mich geworden. Na, und deswegen musst du verstehen, dass Trading an sich gar nicht so schwierig ist, aber du halt eben dafür, dass es so genauso passieren kann, einfach diese Grundlagen verstehen musst. Na, weil wenn ich ehrlich bin, der Fehler oder den Fehler, den die meisten machen, auch vor allem von euch, denke ich, ja, ist einfach nur, dass sie nicht durch den gesamten Prozess durchgehen. Jeder will immer schnell Resultate, jeder will schnell irgendwo Funded Trader werden, jeder will irgendwo schnell Geld verdienen, jeder will irgendwo, na, sag ich mal, direkt irgendwo all das haben, was er sich irgendwo vorstellt. Aber du musst checken, na, dass wenn du irgendwann diesen schnellen Erfolg im Trading haben möchtest, musst du vorher, so sorry for my language, musst vorher unglaublich viel Scheiße fressen. Du musst vorher unglaublich viele Konten plätten. Du musst vielleicht auch vorher unglaublich viele Challenges verkacken und du musst dich unglaublich lange vorbereiten, damit du irgendwann an diesen Punkt kommst, wo dein Fundament da ist, wo du deinen eigenen Holy Grail wirklich herausgefunden hast für dich und darauf aufbauen kannst.
Na, und deswegen sage ich auch immer wieder diesen Satz, Guys, und ich denke, die wenigsten verstehen ihn von euch. Na, ich sage immer wieder, Success doesn't happen overnight, but one day it happens in one night. Und das beschreibt genau diesen Trading-Prozess. Na, weil Trading in meinen ersten anderthalb Jahren, zwei Jahren nur von Fehlern überhäuft war, nur von Konten geplättet, von Konten überhäuft war, die ich geplättet habe, na, nur von Rückschlägen irgendwo übersät war, aber dann halt eben irgendwann mein Fundament gestanden hat. Na, und ich darauf dann eben aufbauen konnte. Das ist ein wichtiger Aspekt, Guys, weil ich denke, das habe ich auch letztens mit Micky besprochen, ich denke, viele von euch haben einfach das Problem, dass sie genau diesen Punkt nicht verstehen. Aber gerade auch an die Leute, die Network machen. Kennst du das? Ja, du machst Akquise. Du machst das jeden einzelnen Tag und es passiert nichts. Ja, du ziehst keine Nummer. Ja, das passiert, weißt du, Und dann auf einmal, zwei Wochen später, du machst die gleiche Scheiße wie vor zwei Wochen, auf einmal bekommst du 10 Nummern. Wer kennt das von euch? Oder wer hat es schon mal erlebt? Schreibt mal einmal eine 9 in den Chat. Kenne 7, eine 9. Wer kennt das von euch? Easy. Und man denkt sich so, hä? Ich mache doch eigentlich genau das gleiche wie vorher. Es ergibt keinen Sinn, richtig? Nee, ergibt es auch nicht. Aber genau das gleiche ist auch im Trading. Es ergibt keinen Sinn. Es ist einfach so, dass du teilweise Wochen und Monate damit verbringst, immer wieder den gleichen Scheiß zu machen, immer wieder Analysen zu machen, immer wieder Setups zu suchen, immer wieder Trades einzugehen und es nicht klappt. Aber irgendwann ist das da und irgendwann klappt das Ganze. Und dann hast du diesen Moment, dann hast du dein System, dann hast du deinen eigenen Holy Grail darauf aufbauen. Ich weiß noch damals bei mir, ich habe damals 4 Monate lang gefühlt alles Mögliche bei Insta-Quise durchprobiert, bis ich nach 4 Monaten dann meine Sache gefunden habe, ja, die für mich funktioniert hat und die ich seitdem bis zum heutigen Tage so ausführe und das funktioniert. Aber es hat halt eben dort 4 Monate gebraucht damals. Und im Trading hat es bei mir locker mal 2 Jahre gebraucht. Vielleicht braucht es sogar bei dir 3 Jahre, vielleicht auch nur 1 Jahr. Aber wenn du nicht bereit bist, immer wieder das Gleiche zu machen, immer wieder irgendwo diesen Rückschlag zu bekommen, was wird passieren? Du wirst auf einmal nach links schauen, nach rechts schauen. Ach, das ist besser, vielleicht funktioniert ja auch das. Dann kann ich ja mal das ausprobieren, vielleicht mal das Tool, mal das System, mal hier und da, mal ein bisschen dort Smart Money, hier mal ein bisschen Colors, all diese Dinge. Kennt ihr das? Na, irgendwie, es läuft beide nicht. Auf einmal, ja, aber guck mal, Swipecoin war echt geil letzte Woche. Lass mal noch ein bisschen Swipecoin dazu machen. Na, komm, neue Challenge mache ich aber mit Colors ein bisschen nebenbei. Ach, hier, ein bisschen mal Smart Money Academy durchschauen, mal ein bisschen ein paar Imbalances mit reinpacken in mein Trading-System. So wisst ihr diesen ganzen Bullshit. Und er sagt ja eine Sache, ja, fokussiere dich auf eine einzige Sache. Fokussiere dich auf ein einziges System. Glaub mir, Geist, das ist einer der wichtigsten Aspekte. Aber ich gehe darauf später noch mal ein bisschen ein. Na, aber first of all, ich habe eben darüber gesprochen, dass du mit diesem Prozess so durchgehen musst. Deswegen sage ich dir, na, ich sage dir, im Trading committe dich für Minimum 3 Jahre. Nicht für irgendwie 18 Monate oder so wie im Network oder für 1 Jahr. Nein, committe dich für 3 Jahre. Schreib dir das auf, committe dich für 3 Jahre im Trading und das jeden einzelnen Tag. Weil ich bin euch ehrlich, Geist, ich kann an einer Hand abzählen, ja, also ich kann an einer Hand irgendwo die Tage abzählen, die ich in den letzten 3,5 Tagen irgendwo ja, einfach nicht genutzt habe, um für Trading etwas zu machen. Ich kann mich generell eigentlich an keinen Tag daran erinnern, wo ich nicht irgendwie etwas für Trading gemacht habe. Die meisten von euch sind aber auch wieder dieses On-Off-Business. Ja, sie machen hier mal ein bisschen was, dann mal wieder da ein bisschen was. Oder sie machen halt eben jeden Tag was, aber immer wieder verschiedene Dinge. Aber stell dir jetzt mal vor, du würdest jeden Tag irgendwie anders Akquise machen. Du würdest jeden Tag anders First Course machen. Würde das funktionieren? Jetzt mal ernsthaft. Würde das funktionieren? Definitiv nicht. Ja, du müsstest immer wieder irgendwo deinen Weg verändern und du wirst dementsprechend wahrscheinlich nach 3 Jahren ja vielleicht 3000 verschiedene Möglichkeiten probiert haben, aber es wird einfach nicht nachhaltig funktionieren. Deswegen fokussiere dich, wie ich eben schon sagte, auf eine einzige Sache und zieh das einfach 3 Jahre lang durch, ohne nach links zu schauen, ohne nach rechts zu schauen, ohne irgendetwas anderes zu machen. Na, weil Geist, glaubt mir eine Sache, na, ihr wisst selber, ich bin manchmal sehr trocken, für mich sind diese Dinge irgendwo relativ normal geworden, aber na, am Ende des Tages musst du verstehen, dass du eigentlich im Trading nichts Unglaubliches leisten musst. Du musst nicht irgendwie das Rad neu erfinden, du musst nicht irgendwie 83.000 Strategien miteinander verknüpfen. Na, du musst einfach nur deinen Weg finden und musst deine eigenen Erfahrungen machen. Ich sage es nochmal, du musst deine eigenen Erfahrungen machen. Und muss dann aus diesen Erfahrungen und deiner Strategie und deinem System ja, irgendwo einen Zusammenschluss finden und muss diesen Weg halt eben perfektionieren. Ja, weil, wie ich habe es eben schon angesprochen, so, stell dir einfach mal vor, na, du machst irgendwie einen First Call. Stell dir mal vor, du machst irgendwie einen First Call und dieser First Call funktioniert unglaublich gut. Na, und die Person startet am Ende sogar. So, dann machst du nochmal einen First Call mit einer anderen Person, machst genau den gleichen First Call und die Person blockiert dich nach dem First Call. 2 unterschiedliche Ergebnisse, richtig? Aber wenn die Person dich jetzt blockiert hat nach dem 2. First Call, änderst du dann deinen gesamten First Call komplett ab? Jetzt mal eine Frage im Chat. Machst du dann deinen kompletten First Call komplett neu
Oder machst du einfach weiter den First Call so wie immer, na, und vertraust einfach irgendwo auf die Quote und einfach auf den Prozess? Jeder, ich glaube, da sind wir uns alle einig, oder? Niemand von euch würde irgendwie alles über Bord werfen, oder? Niemand von euch würde irgendwie alles komplett neu machen. Macht gar keinen Sinn. Nein, weil du irgendwo wieder siehst, okay, der Weg funktioniert, aber es funktioniert halt eben nicht zu jeder Zeit. Gerade auch bei First Calls, ja, es funktioniert halt eben nicht bei jeder Person. Genauso wie auch im Trading. Nur weil du irgendwie mal eine 4 Wochen lang profitable Phase hattest und auf einmal 2 Wochen nur SLs kassierst, gehst du doch nicht weg von deinem System. Warum denn auch? Nein, du machst es einfach weiter, weil du verstehst als Trader, oh, es gibt Phasen auch im Trading, ja, die ich nicht beeinflussen kann, die aber meine Setups und meine Ergebnisse beeinflussen, ohne meinen eigenen Einfluss. Deswegen machst du einfach weiter. Du machst einfach weiter. Und das ist der Punkt. Nein, das Problem ist einfach vielleicht auch bei den meisten von euch, wie ich eben schon sagte, ja, sie switchen die ganze Zeit hin und her. Ja, sie switchen einfach die ganze Zeit hin und her von dem zu dem zu dem zu dem zu dem und fangen immer wieder von vorne an. Sie fangen immer wieder von vorne an. Na, und das macht definitiv keinen Sinn. Deswegen sage ich dir, das ist einer der wichtigsten Punkte. Ja, such dir eine Sache raus und zieh sie einfach durch. Ja, zieh sie einfach durch. Na, weil Leute, genau das ist das, was ich gemacht habe. Na, ich finde es immer witzig, weil mir wird immer so geschrieben, Erik, kannst du mir irgendwie helfen hier? Wo ist irgendwie da so eine Mitigation, da eine Imbalance hier? Was ist das? Und wie bei Colors? Ich denke mir so, Bro, ich habe keinen Plan davon. Ich habe keinen Plan von Smart Money. Ich habe keinen Plan von Colors. Ich habe keinen Plan von Harmonics. Gar nichts. Ich kann euch nicht mal die einfachste Harmonics-Strategie erklären. Kann ich nicht. Aber will ich auch gar nicht, weil es mich nicht interessiert. Warum? Weil ich meinen Weg habe, meinen Wissensstand habe und darauf aufgebaut habe. Das ist doch das, was du brauchst. Es ist doch egal, was alles andere macht. So, Leute, das ist ein so wichtiger Punkt. Ja, weil ich sage immer wieder, ja, zu viel Wissen schadet dir. Ja, zu viel Wissen schadet dir. Ich werde es dir gleich nochmal genauer erklären. Aber wie ich eben schon sagte, um einfach jetzt zum Punkt zu kommen, ja, das hat auch gestern Tarek erwähnt gehabt, ja, es gibt nicht einen Heiligen Gral, es gibt nur deinen eigenen Heiligen Gral. Das fand ich sehr, sehr geil, weil das definitiv auch genau dazu passt, ja, auch hier im Trading, dass du einfach deinen eigenen Gral finden musst und halt eben darauf wirklich aufbauen musst. Sehr, sehr wichtiger Aspekt. Ja, dann, Geist, die nächste Sache. Ja, die nächste Sache, über die ich kurz reden möchte, na, ich habe es eben schon angeteasert, na, du musst einfach dein System finden und vor allem auch irgendwo den Umgang mit diesem System irgendwo einfach richtig hinbekommen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, Guys, weil ich wurde auch auf der Convention unglaublich auch wirklich gefragt, okay, Erik, wie kann es sein, na, dass ich irgendwo Probleme habe mit Emotionen, wie kann es irgendwo sein, dass ich Probleme habe, na, mit Risikomanagement, wie kann es irgendwo sein, dass ich Probleme habe, na, irgendwo aufzuhören mit dem Trading oder irgendwo auch vielleicht einfach zu viel irgendwie traden zu wollen. Und ich sagte eine Sache, die Lösung für all diese ganzen Probleme ist einfach nur, dass du ein System für dich irgendwo rausfinden musst, also ich meine jetzt, also dein System aufbauen musst, wann du tradest, wie du tradest, welche Paare du tradest, ob du News tradest oder ob du keine News tradest, was auch immer, und dann einfach den Umgang zu diesem System meisterst. Weil, Guys, euer System, ja, also das System, was ihr euch selber aufgestellt habt, ne, ein bisschen differenziert, denke ich, ich meine jetzt mit System nicht die Strategie, mit System meine ich die Art und Weise, wie du vorgehst beim Trading. Ja, und dein System ist doch dafür ausgelegt zu funktionieren, oder? Du hast doch vielleicht irgendwie einen Tradingplan oder generell einfach irgendwo ein System für dich aufgebaut, ja, was dir vorgibt, was du zu tun hast und was du zu lassen hast. Richtig, habt ihr das? Schreibt mir gerne in den Chat, wenn ihr das Ganze irgendwo festgelegt habt für euch. Na, und Guys, jetzt ist es wichtig, dass wir den Umgang damit irgendwo einfach meistern. Na, weil ich habe es eben angesprochen, Guys, ja, das System ist schon da. Das System ist dafür ausgelegt, erfolgreich zu sein. Bedeutet, wenn du gerade, ja, einfach irgendwo nicht Resultat hast oder generell einfach gerade nicht profitabel bist, dann liegt es nicht an der Strategie, nicht an dem System, sondern es liegt an dir, weil du einfach die Dinge von dem System nicht so machst, wie du es eigentlich machen solltest. Weil du legst ja dort fest, wann du tradest, wie viel du tradest, nach wie viel Losses du aufhörst. Du legst ja fest, okay, nach welchen Confirmations gehe ich in den Trade rein, ja, zum Beispiel auch mit welchem Risiko. Wenn all diese Dinge wirklich ganz klar festgelegt sind, wie bitte kannst du emotional sein? Wie bitte kannst du die Frage stellen, okay, wie bekomme ich mein Trading, mein Risikomanagement besser hin? Ja, wie habe ich irgendwo damit Probleme, einfach zu viel zu riskieren? Wenn du einfach dich genau daran hältst, kann gar nichts passieren. Ja, es kann nichts passieren. Ja, deswegen, Guys, versteht eine Sache, eine Strategie zu finden ist nicht das Schwierige. Nein, aber die Disziplin zu haben, um die Strategie und das System und generell die Setups auszuführen nach den Regeln von deinem System, das ist das, was schwierig ist. Nichts anderes. Ja, egal ob jetzt Price Traps, Smart Money, Colors oder was, es funktioniert alles. Aber du funktionierst nicht. Du funktionierst nicht, weil du einfach andere Dinge machst.
Na, kennt ihr das Ganze? Na, bei mir ist es zum Beispiel so, na, ich habe zum Beispiel bei mir festgelegt, okay, wenn ich am Tag 2% verliere, höre ich auf zu traden. Wie oft höre ich, oh Erik, ich habe genau das Gleiche, ich habe irgendwie genau das Gleiche, die gleiche Regel, na, aber ich habe dann irgendwie 2% verloren. Aber dann kam irgendwie nochmal ein Setup, das bin ich wieder eingegangen, damit ich irgendwie vielleicht diese 2% Minus wieder reinholen kann, damit ich vielleicht im besten Falle noch mit Profit diesen Tag wieder abschließe. Kennt ihr diese Dinge, diese Re-Rent-Trades oder dass du auf einmal irgendwie doch News tradest, obwohl du eigentlich keine News traden solltest? All diese ganzen Dinge. Ja, du verkackst Trading einfach nur, weil du einfach irgendwo nicht diszipliniert nach deinem System vorgehst. Das ist das Einzige, was dich abhält. Das Allereinzigste. For real. Also wirklich, wie gesagt, für mich klingt eigentlich, es ist so simpel. Es ist für mich eigentlich so normal, dass man das genauso macht, weil wenn du dich, ich sag's nochmal, wenn du dich 1:1 an dein System hältst, kannst du nicht verlieren. Du kannst keine einzige Funde, also du kannst kein einziges Fremdkapitalkonto crashen. Geht gar nicht. So, es funktioniert nicht. Wenn ich sage, okay, ich habe am Tag eine Grenze von 2%, die ich nicht überschreite, dann müsste ich ja am Tag, dann müsste ich ja eine gesamte Woche 5-mal hintereinander, dann müsste ich ja 10 Trades hintereinander verlieren, damit ich mein Konto verlieren würde. 10 Trades. Aber wenn du halbwegs profitabel bist und wenn du einfach ein System hast, dann also wirklich, um 10 Trades zu verlieren, also da muss man schon echt einiges für verbocken. Also ich glaube nicht mal, dass du 10 Trades verlierst und einfach nur random irgendwelche Trades eingehst. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Bedeutet, wenn du einfach das System hast, dann musst du dich einfach nur genau daran halten, weil dann gibt es nichts mehr, was dich aufhalten kann. Es gibt nichts mehr, was dich aufhalten kann. Na, und deswegen, Leute, Guys, was ich auch generell einfach euch als Tipp mitgeben kann, und die Leute, die es vielleicht noch nicht gemacht haben, ja, arbeitet oder feilt einfach irgendwo an eurem System. Ja, macht euch einfach wirklich irgendwo ganz klare Regeln. Na, wie ihr das genau irgendwo anstellt, ist natürlich euch überlassen. So, ich selber, sag mal wieder, ich hab keinen Trading-Plan. Na, ich habe einfach irgendwo mein System oder einfach die Dinge, auf die ich achte, habe ich einfach in meinem Kopf. Wie ihr das Ganze macht, ist natürlich irgendwo komplett eure eigene Entscheidung. Aber Leute, was auch da wieder so ein wichtiger Aspekt ist, ja, bitte, 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 ja, macht eure eigenen Erfahrungen. Weil ich höre mal wieder, okay, wie kann es sein, ja, dass du irgendwo keinen Trading-Plan hast? Wie kann es irgendwo sein, dass du das und das und das irgendwo nicht benutzt? Ja, ich habe auch kein Journal oder so. Warum? Weil ich es einfach nicht brauche. Weil ich einfach selber nach den Trades irgendwo im Kopf journal. Das heißt nicht irgendwie, dass du es nicht brauchst, aber ich sage dir einmal noch eine Sache. Sei nicht so versteift. Sei nicht so versteift und sag immer, okay, das muss man machen, das muss man machen, das muss man machen, das muss man machen. Nein, musst du nicht. Musst du nicht. Du musst deine eigenen Erfahrungen machen, musst schauen, was zu dir am besten passt und das in jeglichen Hinsichten und dann darauf aufbauen. Ich sage es nochmal, das ist der wichtige Aspekt, weil ich denke, die meisten von euch komplizieren es sich so krass, denn die wollen irgendwie alles irgendwie perfekt machen, alles irgendwie in der Theorie irgendwie perfekt ausgelistet, aber nein, das ist Bullshit. Du musst einfach nur die relevanten Dinge für dich selber festlegen und damit arbeiten können. That's it, mehr ist es nicht. Und ich finde es einfach krass, Guys, na, weil am Ende des Tages, ihr wisst ganz genau, kann man auch einmal nochmal so zusammenfassen. Es ist eigentlich genau das Gleiche wie auch im Network. Es ist genau das Gleiche wie auch im Network. Was passiert, wenn du dich im Network nicht an das System hältst? Schreib es mal gerne rein. Was passiert, wenn du dich im Network nicht an das System hältst, was dir irgendwo gegeben ist? Na, das Ganze funktioniert nicht. Ja, das Ganze ist irgendwo nicht duplizierbar. Ja, Miki schreibt es rein, Game Over. Ja, es ist Game Over. Wenn du dich einfach am Network nicht an das System hältst, ja, it's Game Over. Genauso auch im Training. Wenn du dich nicht an dein System hältst, ist es Game Over. Und warum sage ich das Ganze jetzt? Leute, ihr merkt es vielleicht selber schon. Ja, ich ziehe gerade so ein paar Vergleiche, ja, irgendwo auch zu Network und Training. Leute, ich finde es krass zu sehen, weil ich sage immer wieder, das ist auch gleich so ein Punkt, über den ich später nochmal reden werde, ich sage es immer wieder, aber ohne Network wäre ich niemals an diesem Punkt, wo ich heute wäre im Trading. Wegen genau diesen Dingen. Weil eigentlich das, was du im Network lernst, genau der gleiche Shit ist, den du auch im Trading brauchst. Du musst einfach nur ein bisschen umdenken. Du musst einfach nur ein bisschen umdenken. Deswegen will ich auch nie wieder irgendwie hören, ja, ich komme irgendwie als Trader nicht auf einen Network-Call. Nein, Bullshit. Wenn du wirklich erfolgreich werden willst im Trading, dann bist du auch auf jedem Network-Call am Start. Weil du dort einfach fundamentale Dinge lernst für deinen Erfolg, die du dann einfach nur auf Trading umdenken musst. Das ist ja nicht schwierig. Ja, Leute, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Na, deswegen verstehe das Ganze, na, und halte dich genau definitiv daran. Na, ansonsten, Guys, die nächste Sache, über die ich kurz reden möchte, ist vor allem eine Sache, und das sind einfach Erfahrungen. Das sind einfach Erfahrungen, na, weil ich bin wirklich so ein Mensch, ich werde immer wieder gefragt, okay, Erik, wie kann es sein, dass du irgendwo relativ wenig auch vor allem im Bereich Psychologie machst? Und ich sage einfach ganz einfach, ich bin so ein Mensch, ich kann mir 100-mal am Tag, irgendwo einreden lassen auf Go Live oder wo auch immer oder in einem Buch lesen, Erik, Overtrader nicht, hab keine FOMO, na, geh irgendwie weg von den Charts, whatever. Ich mach's trotzdem, so wisst ihr, ich mach's einfach trotzdem. Deswegen auch da wieder, na, du musst nicht unbedingt, wenn es dir hilft, Psychologie-Sessions zu schauen, perfekt. Wenn es dir nicht hilft, dann mach's nicht.
dann mach's nicht. Ich bin euch einfach ehrlich, dann mach's nicht. Dann mach Erfahrung. Ich bin so ein Mensch, ich muss Fehler machen, ich musste Konten plätten, ja, ich musste, sorry, auf die Schnauze fliegen und konnte daraus dann erst lernen. Deswegen, Guys, glaubt mir, die meisten Fragen, die ihr euch stellt im Trading, ja, lassen sich mit Erfahrungen und eben mit System beantworten. Ich weiß nicht, schreibt ja mal gerne mal irgendwo eure Fragen rein, weil die Leute glauben mir, ich habe so viele Fragen bekommen, auch auf der Convention. Na, und ich habe immer gesagt, Bro, mach Erfahrung. Immer wieder als Antwort. Na, kennt ihr das so? So, wie verbessere ich meine Emotionen? Wie kann ich nicht mehr so emotional an den Märkten sein? Bro, mach Erfahrungen. Mach einfach Erfahrungen. Ja, wie gehe ich mit Losses um? Das ist auch so eine Frage. Mich haben glaube ich irgendwie 10 Leute gefragt auf der Convention, okay, Erik, wie gehe ich mit Losses um? Wie sollst du denn mit Losses umgehen? So, Bro, wenn du ein richtiges Risiko hast, so, Losses sind doch egal. Losses sind doch komplett normal. Losses sind doch nichts Schlimmes. Verändere bitte mal deine Perspektive. Ich zeige euch kurz was, dass ihr wirklich versteht, was ich meine. Weil Losses sind ja das Normalste der Welt. Fehler zu machen im Trading ist das Normalste der Welt. So, hier seht ihr mal, hier, das ist hier mein Meta-Trader. Und ihr seht jetzt hier die roten Zahlen. Ne? Ich habe da Profit, Loss, da auch wieder einen roten Loss, da wieder ein 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 Loss, überall Losses. Ne? So, trotzdem, auch wenn ich irgendwie 10 Losses hatte, bin ich den Monat, ich kann keine Income-Claims hier machen, ne? Aber glaubt mir, ich habe auf jeden Fall, wenn die, perfekt, ich kann es euch zeigen. Trotzdem hier, ihr seht hier oben, 8 Losses. Und wie gehe ich mit Losses um? Ja, ich mache einfach weiter, weil wenn du ein richtiges Risikomanagement hast und wem interessiert, so versteht ihr, was ich meine? Bedeutet, was jemand damit sagen möchte, ja, die meisten Antworten kannst du dir einfach irgendwo einfach holen, indem du einfach selber Erfahrung machst, indem du einfach mal diese einfachen Sachen irgendwo verstehst. Deswegen schreib dir das bitte nochmal ganz genau auf. Erfahrungen und System. Leute, glaubt mir, Erfahrungen und System, das sind die einzigen zwei Big Keys im Trading für mich. Einfache Erfahrungen und System. Weil wie gesagt, Losses, ob ich trade, wann ich trade, zu welchen Zeiten, all diese ganzen Dinge, diese ganzen Fragen, Guys, all das beantwortet dir dein System. All das beantworten dir irgendwo auch Erfahrungen. Deswegen arbeite genau daran. Ja, weil, Leute, Guys, ich verstehe immer diese Frage so nicht. Wieso musst du denn irgendwie besser mit Emotionen umgehen, wenn du einfach nur ein System hast, woran du dich hältst? Wo bist du denn emotional? Wenn du einfach, guck mal, es gibt ja eigentlich nur zwei Gründe, warum du emotional bist. Es gibt nur zwei Gründe im Trading, warum du emotional bist. Punkt Nummer eins ist, du gehst einfach einen Trade ein, damit du einen Trade eingehst. Kennt ihr das? Du suchst irgendwie nach einem Trade, irgendwie findest irgendwie nichts richtig, aber du gehst einfach einen Trade ein, damit du einen Trade eingehst. Warum bist du denn emotional? Weil du nicht weißt, was dabei rumkommt, weil du einfach irgendwas machst, damit du irgendwas gemacht hast. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, du bist einfach mit zu viel Risiko in diesem Trade drin und deswegen hast du Angst davor, diesen Trade zu verlieren und dementsprechend auch irgendwo das Geld oder die Prozente zu verlieren. Deswegen bist du emotional. Das sind die einzigen zwei Gründe. Warum solltest du denn emotional sein, wenn du einfach nach deinem System mit einem halben oder mit 1% Risiko reingehst? Wenn du genau weißt, okay, weil, guck mal, bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß ganz genau, ja, ich habe locker eine 80%ige Trefferquote, ich habe einen Durchschnitts-CAV von 1:3, ja, wenn ich mit 1% mal einen Trade eingehe, wenn ich den verlieren würde, warum soll ich denn emotional sein, wenn ich genau weiß, okay, selbst wenn ich jetzt mal einen Trade verliere, oder von mir ist auch mal 2, 3 Trades verliere, werde ich danach einfach die nächsten 5, 6, 7, 8 Trades wieder gewinnen mit einem 1:3er CRV. Wen interessiert denn diese 1%? Deswegen, es gibt keine Emotionalität irgendwo mehr in diesem Aspekt. Wenn du dich einfach auch dort wieder, es führt immer wieder zum System, wenn du dich einfach nur stupide an das System hältst. Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann, Guys, eine weitere Sache, auf die ich eingehen möchte. Ich muss leider echt so ein paar Sachen rauscutten, fällt mir gerade auf. Aber ihr könnt, by the way, ich weiß nicht, kennt jemand von euch Lukas Pinter? Ich glaube, der ist bei Daniel Zubigs. Wäre auf jeden Fall geil, wenn ihr irgendwie ihm schreiben könntet, dass ich vielleicht ein bisschen später auf dem Call komme, weil ich werde niemals in 15 Minuten das schaffen, was ich vorhabe. Never. Aber Guys, dann die nächste Sache. Ist das Thema geduldig sein? Ja, ist das Thema geduldig sein im Trading? Na, weil ich sage immer wieder, gutes Trading ist sehr, sehr langweilig und schlechtes Trading ist aufregend. Das schreibst du dir gerne auf. Na, gutes Trading ist langweilig und schlechtes Trading ist aufregend. Leute, glaubt mir, mein Trading ist so langweilig. Na, ich bin heute früh mit Flo im Büro gewesen. Ich habe kurz, nachdem ich losgegangen bin, einen Trade gesetzt. Da bin zum Gym gefahren. Na, nachdem ich im Gym war, war mein Trade fertig. Die Leute aus der engen Freundesstory wissen Bescheid. Na, bedeutet, es war irgendwie 20 Minuten oder so. Na, und mein Trade war fertig. Bedeutet, mein Trading-Stil ist so langweilig. Ich war auf dem Make-up einen Trade gesetzt, bin angekommen beim Gym, habe den Trade geschlossen und fertig. Du wisst ja, bedeutet, gutes Trading ist einfach ultra, ultra langweilig, weil ich einfach nur stupide nach dem System gehe und einfach nur so vorgehe, wie es halt eben mein System hergibt.
Na, aber Leute, Guys, warum scheitern einfach jetzt die meisten Menschen im Trading? Na, weil halt eben, wie gesagt, schlechtes Trading aufregend ist. Ja, weil du einfach irgendwo Aufregung verspürst. Ja, weil du irgendwo einfach Dopamin ausstößt und einfach irgendwie was machst. So, kennt ihr das? Na, ihr seid irgendwie an den Charts. Und ihr sucht einfach so lange nach irgendwelchen Trades, bis ihr irgendwas findet, was vielleicht gar nicht sogar da ist. Einfach nur, weil du traden möchtest. Deswegen komm bitte oder bring bitte einfach so diesen Gedanken raus, ja, irgendwie traden zu wollen. So, bei mir ist es nicht so, dass ich irgendwie sage, okay, ich will jetzt irgendwie traden. Ich trade dann, wenn etwas da ist. Ich trade dann, wenn es mir mein System hergibt. Die meisten von euch, die sagen, okay, ich habe jetzt Bock zu traden. Dann klappen sie den Laptop auf, gehen an den Chart und wollen traden. Das bedeutet, du signalisierst dir, okay, ich will jetzt traden, ich will jetzt Geld verdienen, ich will jetzt Prozente machen. Du bist darauf programmiert oder du programmierst dich selber darauf. Und was passiert jetzt? Dadurch, dass du da so krass drauf programmiert bist, wirst du so lange vor den Charts hängen, bis du irgendwie eine Möglichkeit findest, halt eben auch genau diese Prozente zu machen. Aber wirst halt eben, ja, weil du einfach nicht geduldig sein kannst, irgendwann eventuell irgendetwas, sage ich mal, eingehen, was du eigentlich gar nicht eingehen solltest, weil es halt eben nicht nach deinem System ist. Was passiert dann? Du bist emotional. Warum? Weil du halt eben nicht weißt, was du machst. Das ist der Punkt, warum die meisten scheitern. Weil sie einfach irgendwas machen. Weil sie keinen Sinn dahinter haben. Weil sie einfach mit keinem Konzept vorangehen. Das ist der größte Punkt, warum wahrscheinlich die meisten von euch immer noch nicht die Resultate haben, ja, die sie haben wollen. Deswegen sage ich dir, glaub mir, Guys, ja, der härteste Job von uns Tradern ist einfach zu warten und nichts zu tun. Glaub mir. Ja, der härteste Job von uns Tradern ist zu warten und nichts zu tun. Weil manchmal wirst du ein Setup haben und du wartest, keine Ahnung, Minuten, Stunden, teilweise auch sogar Tage in der Strategie irgendwo darauf, ja, dass das Ganze irgendwo umsetzbar ist. Ja, aber du musst verstehen, ja, es gibt Zeiten im Trading, wo du Geld verdienen kannst und es gibt Zeiten, wo du auf diese Zeiten wartest. Sagst du nochmal, ja, es gibt Zeiten im Trading, wo du Geld verdienen kannst und es gibt Zeiten, wo du auf diese Zeiten wartest. Es ist nicht irgendwie so, weil, guck mal, der Markt, den juckt es nicht, ob du traden willst. Den juckt es nicht, ob du gerade broke bist und irgendwie Geld machen willst. Den juckt es nicht, ob du irgendwie gerade Prozente machen willst oder ob du gerade in der Challenge drin hängst. Der Markt macht das, was er halt eben machen möchte oder was er machen soll. Bedeutet, du musst darauf reagieren, was dir der Markt gibt. Du bestimmst den Markt nicht. Na, du legst irgendwie fest, ja, ich mache jetzt Geld. Nein, der Markt legt fest, wann du Geld verdienst und wann nicht. Das checken auch die wenigsten. Naja, der Markt legt das Ganze fest. Ich sag's nochmal, Leute, das hat sich unbedingt auf. Es gibt Zeiten, wo du im Trading Geld verdienen kannst und es gibt Zeiten, wo du auf diese Zeit wartest. Deswegen, Guys, der ist definitiv Geduld einer der größten Punkte, auch vor allem hier im Trading, dass du einfach irgendwie geduldig bist und halt eben auch genau diese Zeiten abwartest, bis du halt eben etwas findest, ja, was irgendwo auch nach deinem System irgendwo sinnvoll einzugehen wäre und dementsprechend dann auch funktionieren kann. Na, weil ich habe es eben angesprochen, Guys, guck mal, das Problem ist einfach, die meisten von euch, die wollen einfach die Märkte irgendwo bestimmen. Ja, die wollen einfach irgendwie bestimmen, ja, okay, der Markt kann jetzt irgendwie das und das machen oder ich kann irgendwie den und den Trade eingehen. Nein, Bullshit. Das Ganze wird definitiv niemals funktionieren. Ja, du musst darauf hören, du musst immer darauf achten, was es dir gegeben wird. Und dann wirst du auch merken, dass du daraus einfach irgendwo den besten Output wirklich ziehen kannst. Ja, sehr, sehr wichtiger Aspekt. Dann, Guys, einfach mal so eine generelle Frage, vielleicht auch einmal in die Runde. Na, weil ich habe so eine Sache realisiert. Jeder von euch oder die meisten generell so bei IAM, jeder hält sich halt immer so an diesen Standardsachen fest. So, wisst ihr, so wie ich es eben auch schon angeteasert hatte, du brauchst ein Trading-Journal, du brauchst das und das, du musst irgendwie journalen, du musst das, du musst das, du musst das, du musst das, du musst das. Sagst du nochmal, nein, du musst gar nichts. Natürlich irgendwo, geh irgendwo so vor, wie es halt eben für dich am besten funktioniert. Aber Guys, komm, wenn wir ehrlich sind, was haben die meisten Menschen auf dieser Welt irgendwo gemeinsam im Trading? Schreibt mal rein, was haben die meisten Menschen auf diesem Planeten irgendwo gemeinsam im Trading? Yes, sie verlieren Geld. Ja, knapp 90% der Menschen auf diesem Planeten, ja, verlieren Geld mit Trading. Warum sollte ich, das war wirklich so eine Sache, die ich mir einmal gefragt habe, warum sollte ich denn das machen, was alle anderen machen, wenn 90% der Menschen alles verlieren? Versteht ihr, was ich meine? Warum sollte ich denn das machen, was alle anderen da draußen machen, was mir jeder da draußen sagt? Macht ja gar keinen Sinn, oder? Macht ja gar keinen Sinn. Deswegen sage ich auch, du musst eben halt deinen eigenen Weg finden, du musst deine eigenen Erfahrungen machen, weil wenn du einfach nur das nachmachst, was alle anderen machen, dann wird es halt in den wenigsten Fällen irgendwo funktionieren können. Ja, definitiv. Deswegen frag ich einfach mal selber, ja, was zeichnet dich einmal raus? Ja, was machst du irgendwo anders? Ja, was tust du, um halt eben all diese anderen 90% zu outworken? Was tust du, ja, dafür, dich einfach irgendwo abzuheben von der breiten Masse?
Aber wie gesagt, Leute, auch da wieder ein bisschen differenziert denken. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie alles changen sollst, definitiv nicht. Aber ich will damit einfach nur sagen, dass du nicht so versteift sein solltest und halt eben deinen Weg rausfinden solltest, Leute. Glaub mir, ich habe es auch schon oft erwähnt, aber wie gesagt, die wenigsten halten sich genau daran. Sie also wollen halt immer irgendwie alles andere machen, irgendwie alles andere probieren. Nein, du musst deine Sache finden, dich darauf fokussieren und das irgendwo ausweiten. Weil glaubt mir, Guys, wenn ihr sehen würdet oder einige wissen das auch, die Art und Weise, wie ich trade, ist so simpel. Na, aber nur weil ich irgendwo so trade, heißt es nicht, dass du so traden musst. Deswegen auch das nochmal so ein Punkt, Guys. Bitte, bitte, bitte seid ihr nicht die Person, die irgendwie immer alle anderen fragen, okay, Erik, oder generell, egal jetzt, ob ich oder wer anderes, ja, was tradest du? Wie tradest du? Wen juckt's denn, was ich trade? Wen juckt's denn, wie ich trade? Was bringt dir das denn? So, versteht ihr? Was bringt dir das? Wenn ich dir jetzt eine Antwort geben würde, und die Leute, die mir vielleicht auch immer schreiben, ihr kennt das vielleicht von mir, ich antworte nie oder sag immer, pass auf, Bro, ich werde das nicht beantworten, weil es wird dir nur schaden. Es wird dir nur schaden. Warum? Oder dann auf einmal wieder von deinem Fokus auf meinen Fokus gehen würdest. Aber wie gesagt, nur weil es für mich funktioniert, heißt es ja nicht, dass es für dich funktioniert. Weil am Ende funktioniert ja alles, wisst ihr? Smart Money funktioniert, Colors funktioniert, ja, Harmonics funktioniert, alles funktioniert. Deswegen sage ich dir, ja, sei bitte nicht die Person, die irgendwie immer nach da und da schaust, ja, die irgendwo immer alle anderen fragt, na, ja, keine Ahnung, was sie irgendwo tradet, wie sie irgendwo tradet, das hat dich nicht zu interessieren. Und das sollte dich auch nicht interessieren, na, weil halt eben alles funktioniert. Weil, Leute, ich hab vorhin eine Sache angesprochen. Und jetzt kommen wir echt nochmal zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt, zur Erklärung dazu. Ja, warum schadet dir viel Wissen? Warum schadet dir viel Wissen im Trading, Leute? Relativ simpel. Guck mal, ich kenne so viele Menschen, ne? Ich kenne so viele Menschen, die können mir, keine Ahnung, jedes Smart-Money-Konzept erklären. Die können mir, keine Ahnung, irgendwie den Sinn und Zweck von irgendwelchen Mitigation-Imbalances und whatever erklären. Ja, oder auch in anderen Strategien irgendwelche anderen Aspekte erklären. Aber zu viel Wissen schadet dir. Weil wenn du zu viel weißt, auch von mehreren Strategien, was wird dann passieren? Du wirst an einen Markt gehen, du wirst ein bisschen Smart-Money sehen, ein bisschen Color sehen, ein bisschen Price-Up sehen und du wirst einfach komplett getriggert. Weil, guck mal, es kann ja vorkommen, dass zum Beispiel ein Markt, wir nehmen jetzt einfach mal GJ, ne, mein Lieblingspaar, GBP, JPY. Es kann ja sein, dass nach Smart Money GJ gerade ein Sell wäre und nach Price Tip gerade ein Buy wäre. Kann ja wirklich vorkommen. Ne, kann ja wirklich vorkommen. Wenn du jetzt aber ein bisschen Price Tip Wissen hast und ein bisschen Smart Money Wissen hast, was wird jetzt passieren? Du willst eigentlich GJ Buy traden nach Price Tip eventuell, aber du hast im Hinterkopf, aber nach Smart Money, da die Mitigation, diese Imbalance, da die Trendline, da whatever, da der Break of Structure, kein Plan. Na, es wird dich halt einmal verwirren. Es wird dich aus dem Konzept werfen. Und auf einmal passiert wieder was. Du bist dir nicht im Klaren, was du tust. Und das Ergebnis davon ist, dass du emotional handelst. Herzlichen Glückwunsch. Und deswegen verlierst du im Trading. Deswegen sage ich nochmal, es ist komplett egal, was alle anderen machen. Du brauchst nur das, was du brauchst. Und deswegen, wie gesagt, bis heute, na, mir ist es komplett egal, was alle anderen machen. Mir ist es komplett egal, wie gesagt, was Smart Money macht, Colors macht, whatever. Nicht irgendwie, weil das irgendwie scheiße ist, das will ich damit nicht sagen. Ein bisschen differenziert denken. Einfach nur, weil ich genau weiß, dass zu viel Wissen einer Person immer wieder schaden wird. Na, sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann, Guys, auch ein genereller Tipp, den ich euch auf jeden Fall noch mitgeben kann, ist wirklich, und ich weiß, es ist immer unterschiedlich und jeder sagt ja was anderes, aber fokussiere dich auf 2-3 Paare. For real. Ja, fokussiere dich auf 2-3 Paare. Na, weil seitdem ich das wirklich gemacht habe, hat sich eigentlich alles bei mir verändert. Weil die Leute, die mich kennen, ich trade eigentlich zu 80% mittlerweile nur noch GJ und zu 20% Gold. Aber alles andere nicht. Ich kann euch hier meinen Metatrader zeigen oder mein Trading zeigen. Ich habe nicht mal mehr Paare dort drinnen. Ja, da ist ja GJ und Gold, das war's. Was andere sehe ich gar nicht, will ich auch gar nicht sehen. Warum? Es bringt mich ja nur vom Konzept, wisst ihr? Bringt mich ja nur vom Fokus. Deswegen kann ich euch echt empfehlen, für eure Strategie, findet diese 2-3 Paare, die irgendwo euch am meisten liegen, und studiert diese Märkte. Ja, studiert diese Paare. Na, aber auch dort wieder, du musst nicht alles nur perfektionieren. Du musst nicht alles perfektionieren. Du musst irgendwie auch nicht irgendwie bei 10 verschiedenen Währungspaaren irgendwie 10 verschiedene Trades pro Tag angehen. Nein, glaubt mir, Guys, das, was ihr jeden Tag vielleicht seht in meinen Stories, das ist ein Setup bei GJ. Ein einziges Setup mit mehreren Trades, mit mehreren Lots. Na, oder mit mehreren Trades immer gleichzeitig, aber es ist ein Setup, es ist ein einziges Paar und ein Setup und das war's. Und das reicht, seht ihr ja. Na, und Leute, glaubt mir, na, ich bin sehr, sehr gut connected und generell befasse ich mich mit sehr, sehr vielen Tradern, auch teilweise außerhalb von IM, na, die 7, die Multiple 8 Figure teilweise sind und jeder von denen hat immer nur 2-3 Paare. Jeder von denen tradet irgendwie GJ oder Gold oder ein Q-Banks, der tradet zum Beispiel nur US-30. Na, dann gibt es andere Leute auch, die werde ich alle nicht kennen, der tradet zum Beispiel auch nur Gold, ja, nur Gold und nichts anderes. Die haben alle nur 1, 2, maximal 3 Paare,
die sie für sich studiert haben, die sie gemeistert haben und auf denen sie aufgebaut haben. Und Leute, glaubt mir, das hat bei mir unglaublich viel verändert. Deswegen einfach so ein generell, was ihr daraus macht, ist natürlich eure Sache. Aber ich kann immer nur empfehlen, fokussiere dich auf ein, zwei, drei Dinge. Ja, meistere diese Dinge, baue darauf auf und du wirst merken, dass es dein Durchbruch sein wird, hundertprozentig. Ja, dann auch noch ein weiterer Tipp, wie gesagt, einfach so ein paar generelle Tipps, die ich euch mitgeben kann. Auch gerade jetzt für Funded Capital. Guys, wartet nicht zu lange. Ja, wartet bitte nicht zu lange, ja, weil ich sehe immer wieder so Leute, bereiten sich gefühlt einfach 100 Jahre lang auf Fremdkapital vor. Die machen 83.000 Demo-Challenges. Ich habe nichts dagegen, aber Demo-Challenges zu machen. Mach das unbedingt. Mach von mir jetzt einfach 1, 2, 3 Demo-Challenges, aber starte danach einfach eine Challenge. Ja, Guys, wenn wir ehrlich sind, bei TFF kannst du 10.000 starten für 89 Euro. Für 89 Euro. Und es wird niemanden von euch in die private Insolvenz treiben. Bedeutet, du startest einfach diese 10K-Challenge bei TFF, sobald du dich dafür ready fühlst, sobald du einfach ein gewisses System hast, sobald du einfach irgendwo zurechtkommst mit dem, was du tust. Und dann passieren jetzt eben zwei Dinge. Entweder du bestehst, dann perfekt, na, dann hast du halt eben dann umso besser. Wenn du es nicht bestehst, ist ja gar kein Problem. Aber lass dir eine Sache gesagt sein, du wirst in dieser Challenge dich das erste Mal richtig kennen und wirst das erste Mal richtig verstehen, woran du noch arbeiten musst. Und das wirst du nicht verstehen, wenn du auf Demo rumhängst. Definitiv nicht. Wo du wirst in dieser 10K-Challenge das erste Mal richtig kennen. Und du wirst dann merken, okay, vielleicht bin ich irgendwie da noch nicht gut, Emotionen, irgendwie Risk Management, whatever. Und du kannst dann daran arbeiten, dich dann wieder vorbereiten, dann wieder die nächste starten. Wenn du aber nur ein Jahr lang Demo irgendwie nur ein Jahr irgendwie auf Demo rumhängst, ja, wirst du halt immer wieder die gleichen Erfahrungen sammeln, aber du wirst halt eben nie mal in diese Drucksituation kommen. Weil, guck mal, so eine Challenge ist ja das erste Mal eine Drucksituation. Das erste Mal musst du in einem gewissen Zeitraum gewisse Prozente machen. Du musst das erste Mal abliefern. Das musst du sonst nicht. Na, deswegen, ja, warte nicht zu lange, starte in den 10K, wenn du die 10K bestanden hast, ja, mach 10% damit, mach damit 1K, hol dir davon direkt die 200K und so weiter und so fort. So kannst du dein Trading-Game definitiv skalieren. Leute, glaubt mir eine Sache, ich will euch jetzt zwar keine falschen Informationen geben, aber glaubt mir, genauso wie auch die Branche Network Marketing sich sehr, sehr stark verändern wird in den nächsten Jahren, wird sich auch die Trading-Branche, auch gerade die Funded-Capital-Branche sehr, sehr stark verändern. Und glaubt mir eine Sache, Guys, in den nächsten 1-2 Jahren wird es unzählige gute Anbieter geben, die dir 1 Mio, 2 Mio, 3 Mio Konten zur Verfügung stellen werden. Deswegen, Guys, ist definitiv am jetzigen die Zeit, wo wir eben anfangen sollten, halt eben in der Tiefe wirklich zu skalieren. Und ja, Guys, das sind wie gesagt einfach so Dinge, das sind einfach so ein paar Insider-Infos, die ich auf jeden Fall habe, dass da echt sehr, sehr viel einfach auf uns zukommen wird in den nächsten Jahren. Deswegen, Leute, bereitet euch einfach jetzt vor, ja, meistert die kleinen Challenges, damit wir einfach in den nächsten paar Jahren alle dann auf 1, 2, 3 Mio Fremdkapital kommen können. Weil überlegt einfach mal, Guys, also wenn ich da sehe ich mich echt so ein 3 Mio Funded-Konto als einziges Konto, das ist schon wild. Na, das ist auf jeden Fall das Goal, Guys, für uns alle. Deswegen lasst uns dementsprechend auch genau daran arbeiten. Dann, Guys, die nächste Sache, die ich noch kurz eingehen möchte, ist auch vor allem generell, okay, was ist das, was du dir vorstellst? Ja, was ist deine Expectation? Ja, was ist das, was du dir irgendwo vorstellst? Ich weiß gar nicht, das deutsche Wort für Expectation, deine Vorstellung, oder? Ich weiß gar nicht, ist auch egal. Na, aber was ist so einfach deine Vorstellung, die du irgendwo hast im Trading? Na, weil ich bin ehrlich, Guys, echt bitte, scheiß mal auf diese 1:10 CAVs, Erwartung, da ist das Wort, genau. Ja, scheiß mal auf diese 1:20, 1:30, whatever. Leute, glaubt mir, 20, 30 Pips am Tag reichen komplett aus. Ja, 20 Pips werden dich nicht irgendwie erfolgreich machen mit einem 100-Euro-Konto, ich weiß. Aber 20 Pips, Guys, mit einem 100k-Konto kann schon einiges sein. Ja, wisst ihr, was ich meine? Wie gesagt, so meine Trades sind in den meisten Fällen halt eben nur 30, 40 Pips. Na, 30, 40 Pips. So, wisst ihr? Von daher sage ich dir mal, fokussiere dich nicht irgendwo auf diese ganzen ultra krassen Dinge. Dann nicht irgendwie die Person, die irgendwie aus Ego irgendwie alles wissen will, irgendwie die krassesten Setups. Wisst ihr? Nur Guys, ihr wisst selber, meine Setups, die sehen teilweise so scheiße aus. Ja, ich zeichne einfach eine horizontale Linie rein. Ja, und wenn die gebreakt wird, gehe ich halt rein und dann habe ich halt einen Trade, 30, 40 Pips und das war's. Irgendwelche von euch haben dann irgendwie 100.000 Indikatoren, ja, irgendwie 100.000 hier, Fibonacci da, irgendwelche Sachen und hier und da und whatever, haben die geisteskrankesten Setups. So, aber was bringt dir das? For real. Also wenn es was bringt, okay, schön, aber was bringt das? Sei nicht mehr die Person, die irgendwie am krassesten irgendwie nach außen wirken möchte, sei nicht mehr die Person irgendwie mit den verrücktesten Setups, mit den verrücktesten Indikatoren. Nein, fokussiere dich auf die simplen Dinge, ja, und bau darauf auf, Guys. Und nimm teil, mach diese kleinen Resultate mit. Keiner von euch muss irgendwie einen 1:10 am Tag catchen. Warum auch? Ja, weil, Guys, ich sage immer wieder, ja, die wirklich profitablen, auch wirklich nachhaltigen, auch vor allem Fremdkapital-Trader, Leute, deren Goal ist einfach im Monat 5-6% konstant zu machen. Das reicht doch.
Es reicht doch komplett aus. Ich hab nicht irgendwie das Goal, irgendwie, ja, ich muss irgendwie 30% machen oder so im Monat. Warum? Wenn es passiert, okay, dann passiert es. Aber es ist nicht mein Goal. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach nicht irgendwo meine Vorstellung. Deswegen, ja, geh einfach mal ein bisschen runter mit deiner Expectation, mit deiner Erwartung. Und du wirst merken, dass es dementsprechend auch viel, 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 viel besser funktionieren wird. Na dann, Guys, auch noch kurz vier Fragen, die du dich fragen solltest, bevor du einen Trade eingehst. Auch sehr, sehr wichtig, Guys. Na, erste Frage ist, habe ich genug Confirmations, ja, für diesen Trade? Das ist die erste Frage. Habe ich genug Bestätigungen für diesen Trade oder genug Confirmations für diesen Trade? Na, dann zweite Frage. Ich kann es auch nachher nochmal reinschicken dann. Zweite Frage. Ja, bin ich in der richtigen Verfassung, diesen Trade jetzt einzugehen? Dritte Frage, ja, bin ich darauf vorbereitet oder bin ich mir im Klaren, dass ich dieses Geld verlieren kann? Und dann letzte Frage, bin ich mir mit meinem Risiko vertraut und kenne ich mein CAV? Also, ich meine, was mit CAV, kenne ich auch meine Profit Points, kenne ich meine Teilposition, all diese Dinge. Und wenn du dir diese vier Fragen einfach richtig und beantworten kannst, dann wirst du nie in diesen Punkt kommen, wo du irgendwo krass emotional sein wirst. Ich sage es nochmal ganz kurz. Erster Punkt, habe ich genug Bestätigungen für dieses Setup? Zweitens, bin ich in der richtigen Verfassung, diesen Trade einzugehen? Drittens, bin ich vorbereitet, dieses Geld zu verlieren? Viertens, bin ich mir meinem Risiko bewusst und kenne ich mein CAV? Na, und dann auch generell, Geist, habe ich auch, glaube ich, schon mal gepostet in die P6-Gruppe, ein genereller Key für Fremdkapital-Challenges. Ja, starte die ersten Trades immer mit 0,5%. Wenn du jetzt eine neue Challenge startest, starte mit 0,5%. Ja, also quasi Risiko. Sobald du 3% im Profit bist mit dem jeweiligen Konto, kannst du ab dort mit 1% weiter traden. Ja, wenn du irgendwie mehr als 3 oder 4 oder generell, sagen wir mal, wenn du mehr als 5 bis 6% im Drawdown bist mit dem Konto, dann fang an, erstmal mit 0,25% Risk zu traden und arbeite dich erstmal wieder ungefähr bis hoch, damit du dann halt wieder mit einem halben Prozent traden kannst. Na, sehr, sehr wichtiger Punkt, weil Leute, glaubt mir, ihr kennt ja, ich hab ja viele Challenges gemacht und ich war echt mal kurz davor, eine Challenge zu verkacken. Na, und ich weiß ganz genau, ich war und zwar ein TFF-Konto und ich war, also meine Kontogröße war bei 181.700, also in der Challenge, ne? Also quasi, du hast ein 200k-Konto, hatte ich damals gehabt, und du darfst dann halt 10%, also 20k darfst du halt maximal, 20k maximal Drawdown haben. Bedeutet, ich war 1.600 € entfernt, die Challenge immer zu verkacken. Aber ich habe sie trotzdem noch bestanden. Warum? Weil ich halt eben einfach mit 0,25% weitergetradet habe. Warum? Keine Ahnung, 1 zu 3, auf einmal machst du wieder ein Prozent, bist wieder irgendwo, hast wieder ein bisschen mehr Puffer, machst du 2, 3, 4, 5 Mal, bist ungefähr wieder bei minus 2, 3%, tötest einmal weiter mit 1% und easy going. Versteht ihr? Deswegen niemals irgendwie, oh, ich bin irgendwie minus 8% im Drawdown, komm, scheiß drauf, 2% Risiko rein, wird schon klappen. Nee, wird nicht klappen. Ja, zumindest nicht in den meisten Fällen. Ja, deswegen arbeite genau daran. Ich sage es nochmal, ja, die ersten Trades mit 0,5% Risk bis zu dem Punkt, wo du 3% im Profit bist, bei 3% Profit ab da an 1% traden. Wenn du mehr als 5, 6, 7% im Drawdown bist, dann mit 0,25% Risk, dann wieder hocharbeiten und dann weiter ganz normal machen. Und auch genereller Tipp, könnt ihr natürlich selber entscheiden, aber ich kann euch empfehlen, wenn ihr auch das Konto habt, tradet einfach mit 0,5% Risk. Es sei denn, ihr habt jetzt irgendwie ein richtig, richtig High-Quality-Setup. So ein richtig, richtig krasses. So, ich habe zum Beispiel heute mich mit 1% getradet, weil ich immer wusste, okay, das ist halt sowas von safe, dieses Ding. Aber generell trade ich in letzter Zeit sehr viel immer mit 0,5%. Warum? Einfach Kontoschutz. Ja, einfach Kontoschutz. Und weil du damit definitiv halt eben auch irgendwo an diese 3, 4, 5, 6% im Monat kommen kannst, die definitiv ausreichen an diesen gewissen Größen. Na, dann, Guys. Genau, ich will einfach nochmal so ein bisschen auch auf das Thema eingehen, auch vor allem so Trade and Build, warum Network, warum Trading, Kombination. Und Leute, ich sage es, glaube ich, echt auf jedem Call. Ich bin einfach komplett ehrlich. Und jeder, der mich echt ein bisschen genauer kennt, der weiß, dass Trading brutal gut läuft und dass ich definitiv Network nicht irgendwie wegen dem Geld mache. Na, und ich sage dir aber trotzdem hier auf diesem Call ganz ehrlich und transparent, dass wenn du einfach im Trading erfolgreich werden willst, du Network machen solltest. Warum? Aus verschiedensten Gründen. Ich erkläre sie dir. Na, erstens, du lernst diese fundamentalen Dinge für Erfolg. Du lernst geduldig zu sein. Du lernst dich selber kennen. Du lernst diese ganzen Sachen, wie ich eben schon erklärt habe, mit System. Dass du immer wieder die gleichen Dinge machst, ohne etwas zu erwarten. Du lernst einfach all diese ganzen fundamentalen Dinge, ja, für generell Erfolg, für deinen generellen Erfolg, für dein eigenes Trading.
allein deswegen sage ich auch, okay, du solltest auch als reiner Trader auf jedem einzelnen Network-Call sein, weil du halt eben dort die Source bekommst, die du in allen Bereichen brauchst. Dann, Guys, die nächste Sache ist die, dass du verstehen musst, dass Network-Marketing nicht einfach nur irgendwie, einfach nur Geld verdienen ist. Leute, Network-Marketing gibt uns Skillsets. Ja, Network-Marketing gibt uns irgendwo Skillsets, mit denen wir langfristig immer sehr, sehr viel aufbauen können. Guck mal, überlegt einfach mal so, was sind die Highest-Paid-Skills auf dieser Welt? Ja, Sales, Branding und Marketing. All diese Dinge lernst du durch Network, richtig? Definitiv, all diese Dinge lernst du durch Network. Bedeutet, du lernst durch Network einfach so extrem viele Dinge und dieser Skill wird dich halt eben long-term unnormal bezahlen, hundertprozentig. Und Leute, wie gesagt, ich bin so gut connected, ja, mit so vielen Menschen außerhalb und glaub mir eine Sache, ich kenne fast keinen einzigen, also ich kenne keinen einzigen unglaublich erfolgreichen Trader, der nur tradet. Gibt's einfach nicht. Jeder, den ich kenne, egal ob jetzt, keine Ahnung, Q-Banks, Alex Gonzales, kennt ihr alle nicht, na, aber so eigentlich jeder da draußen, die haben alle verschiedene Einkommensquellen. Warum? Aus einem einzigen Faktor. Stell dir einfach mal vor, du bist Fulltime-Trader, du hast eine schöne Wohnung, ein schönes Penthouse, ein schönes Auto, hast eine Familie, whatever, und dein Penthouse, die Miete, die Verpflegung für deine Familie, na, deine Autorate, whatever, deine Reisen, dein gesamter Lifestyle ist davon abhängig, wie deine Performance im Trading ist. Denkst du wirklich, dass du tiefenentspannt an den Märkten wärst? Denkst du wirklich, dass du irgendwo einfach ganz entspannt an was rangehst? Also definitiv nicht. Wenn ich wüsste, ja, mein Lifestyle, mein Lebensstandard ist davon abhängig, wie ich funktioniere im Trading, ich wäre niemals so entspannt und so rational an den Märkten, wie ich es heute bin. Weil ich genau weiß, okay, wenn es einfach mal schlechte Wochen gibt, egal, ein Paycheck kommt trotzdem noch rein aus anderen Quellen. Versteht ihr, was ich meine? Bedeutet, jeder erfolgreiche Trader auf dieser Welt würde sagen, hab niemals dein Haupteinkommen durch Trading. Hab niemals einfach dein Haupteinkommen einfach nur durch Trading. Das ist der größte Bullshit, den du machen kannst, unabhängig mal davon, Guys. Überleg einfach mal, wie wirst du bitte skalieren? Also wenn du irgendwie 10.000 im Monat dir auscashen willst im Trading, solltest du Minimum mal 30.000 jeden Monat verdienen, weil sonst nimmst du einfach deine komplette Skalierung einfach irgendwo auseinander. Macht gar keinen Sinn. Überleg mal, du fängst immer wieder bei Null an, zahlst die 10.000 aus, musst dann wieder 10.000 machen, zahlst sie wieder aus. Es macht halt keinen Sinn, wisst ihr? Zins wird einfach komplett geschrottet. Deswegen, für 10.000 im Monat musst du locker mal 30-40.000 konstant im Trading machen. Aber wer macht das schon? Wisst ihr? Wer macht das schon? Deswegen sage ich dir, es ist einfach nur sinnvoll. Es macht einfach nur Sinn, halt eben neben Trading wirklich ein Network aufzubauen. Und es gibt noch so viele andere Aspekte, Guys. Weil glaub mir, wenn du einfach irgendwo finanziell gut aufgestellt bist, wirst du automatisch irgendwo besser irgendwo performen im Trading. Weil ich bin auch einfach der Meinung, viele von euch verkacken auch einfach irgendwo vielleicht gewisse Challenges, na, einfach nur, weil sie das Geld brauchen. Also sie starten diese Challenges, weil sie das Geld brauchen, aber genau deswegen scheitern sie auch. Die scheitern genau deswegen. Weil, Guys, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich wurde irgendwie vor 2 Monaten mal angefragt von TFF für ein Interview nach so einem Profit-Split. Und das wird auch bald kommen. Ich muss nur noch ein bisschen besser werden im Englisch. Danach kommt das dann, keine Sorge. Es wird dann so ein 1-Stunden-Video-Interview, wird auf jeden Fall geil. Aber, Guys, ich hatte auf jeden Fall trotzdem einen Call mit einem von TFF, aber nur so wegen Besprechung, meinte dann, okay, ich muss echt noch ein bisschen Englisch üben. Und ich habe ihn so gefragt damals, und das ist echt krass, Guys, ich bin so gefragt, okay, was ist deiner Meinung nach einfach irgendwo, oder was unterscheidet einfach irgendwo Menschen oder generell einfach Trader, die es halt eben hier auch gerade bei Funded Companies irgendwo schaffen und also von denen, die es halt eben nicht schaffen, wisst ihr? Also was unterscheidet einfach irgendwo Trader, die irgendwo von den Challenges einfach bestehen und das auch halten können und die, die es halt eben nicht machen? Er meinte selber, die Menschen, die auf das Geld nicht angewiesen sind oder die Menschen, die das Geld nicht brauchen, sind doch oftmals die Menschen, die irgendwo das Geld verdienen. Also er hat es irgendwie auf Englisch gesagt, also irgendwie so in dem Dreh, versteht ihr? Die Menschen, die auf das Geld nicht angewiesen sind, die Menschen, die aber nicht das Geld im Fokus haben, sind die Menschen, die es auch verdienen. Und das finde ich krass. Und das habe ich selber, und Leute, glaubt mir, das ist ein krasser Trader, ich werde keine Namen nennen, also ich werde ihn eh nicht kennen, aber der ist sehr gut unterwegs, der Bre, also der hat sehr, sehr krasse Dinge aufgebaut, also das sind nochmal 10 weitere Level von mir so, also der Typ ist echt krass gewesen. Und er meinte, wie gesagt, selber, na, die Menschen, die es einfach irgendwo, na, die Menschen, die einfach das Geld nicht benötigen oder die einfach diesen Fokus einfach auf Geld nicht haben, sind auch genau die, die es machen. Und das finde ich krass so, weil ich hatte niemals irgendwie krass diesen Geldfokus bei meinen Challenges, weil ich eben weiß, okay, wenn es halt eben nicht läuft, okay, da kommt halt trotzdem ein Paycheck durch Network rein, versteht ihr?
Wenn du aber den Paycheck nicht hast durch Network oder generell halt eben nur dein Trading-Einkommen irgendwo beziehen möchtest, dann musst du ja Geld verdienen. Du willst ja Geld verdienen. Du verbindest einfach deine Emotionen und einfach die Dinge, die du anstellen könntest, mit dem Geld, mit den Resultaten. Und genau deswegen scheiterst du, weil du es zu sehr willst. Wisst ihr noch, dieser Part von Maurice in Barcelona? Wenn du Dinge zu sehr willst, gehen sie weg von dir. Mit dem Wasser auf diesem Video. Wenn du Dinge zu sehr willst, gehen sie weg von dir. Du willst Geld verdienen. Warum? Und du sagst, okay, ich habe Bock zu reisen. Ich habe Bock, mir ein Auto zu kaufen. Ich habe Bock, das und das zu machen. Ich habe Bock zu investieren. Bedeutet, du siehst das Geld schon, bevor es da ist. Weil du es zu sehr willst. Deswegen bekommst du es nicht. Und allein das, Leute, ist ein weiterer Fakt, warum du definitiv ein Network machen solltest, damit du halt eben nicht darauf angewiesen bist. Damit du eben noch andere Einkommensquellen hast und halt eben dann mit einem richtigen Fokus und einfach mit einer tiefen Entspanntheit einfach drangehen kannst. Weil, ich sag's nochmal an die Leute, die es vielleicht nicht wissen, die krassesten Trader sind auch die krassesten Networker. Unabhängig jetzt mal von mir. Niklas Geisreiter, Almost Chairman 10, krasser Trader. Hussein Jaber, krasser Trader, Chairman 10. Daniel Zubik, krasser Trader, Chairman 10. Nick Deleske, ja, auch 100k TFF-Trader. Ilya, auch geisteskranker Trader. Brauchen wir nicht drüber reden. So, versteht ihr eine Sache? Die Leute, Jan Eberhard, es gibt so viele, ich will jetzt nicht irgendwie, es gibt so krank viele. Und jeder von denen macht Network. Es gibt auch safe Leute, die halt nur Trading machen, gar keine Frage, aber es gibt, also ich kenne halt persönlich zumindest niemanden. Ich weiß nicht, ob ihr jemanden kennt, aber ich kenne niemanden, der in IM Germany konstant, also six figure above ist und auch wirklich konstante Payouts hast, der kein Network macht, kenne ich nicht. Gibt vielleicht irgendwelche Undercover-Leute, kann es natürlich sein, bestimmt. Aber weißt du, worauf ich hinaus möchte? Die meisten Menschen, die im Trading unglaublich erfolgreich sind, sind auch unglaublich erfolgreich im Network. Warum? Weil du halt eben im Network nochmal die Dinge lernst, die du auch im Trading brauchst. Und wer jetzt immer noch nicht gecheckt hat, warum du networken solltest neben Trading, dem kann ich echt nicht mehr helfen. Also wirklich sorry, aber ich sag's ganz ehrlich, Guys, ne? Mir ist es am Ende sowas von egal, ob du networkst oder ob du nicht networkst. Das ist ja deine Entscheidung, so versteht ihr. Und ich habe davon rein gar nichts, weil wie gesagt, ich mache Network definitiv nicht wegen Geld. Ob jetzt irgendwie bei mir im Team 200 Leute networken oder 210 Leute networken, ist komplett irrelevant, so versteht ihr. Aber ich kann immer noch eine Sache wirklich aus 100% Überzeugung sagen: Wäre Network nicht gewesen, wäre ich nicht hier, wo ich gerade bin. Wäre Network nicht gewesen, hätte ich nicht diese Dinge erlernt, die ich gebraucht habe, um Trading für mich zu meistern. Wäre Network nicht gewesen, hätte ich all diese Dinge halt eben nicht bekommen und wäre niemals einfach jetzt an diesem Punkt, wo ich gerade bin. Was du daraus jetzt machst, liegt natürlich komplett bei dir. Aber ich kann dir immer nur eine Sache sagen, wenn du das wirklich verstehst, wenn du einfach offen bist, ich würde sagen, wie auf deiner Prise, wenn du offen bist für diese Möglichkeit. Nee, aber glaub mir, Geist, sei einfach offen für das Ganze und du wirst merken, dass es einfach jeden einzelnen Bereich in deinem Leben improven wird, 100%. Und mit diesen Worten, Geist, muss ich leider auf jeden Fall zum nächsten Team-Call. Ich habe echt eigentlich noch Sympath für die nächsten 30 Minuten, aber ist egal. Aber ich denke, das passt auf jeden Fall trotzdem. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ja, denkt bitte an diese Dinge. Denkt dran, ja, System und Erfahrungen. System und Erfahrungen. Bau dein System, halte dich daran, schau nicht nach links und rechts, mach deine Erfahrungen, mach das so lange, bis es einfach funktioniert. Weil, ich sage es zum Ende nochmal, Success doesn't happen overnight, but one day it happens in one night. Mit diesen Worten, Miki Bro, ich gebe dir auf jeden Fall das Wort, bei meiner Ehre. Und peace out. Let's go! Perfekt! Danke dir, Lord Erik, auf jeden Fall für diesen ultimativen Part. Guys, droppt auf jeden Fall ultimative Emojis eurer eigenen Wahl in den Chat. Ja, das war auf jeden Fall ein Call, den wir gebraucht haben, Leute. Okay, das war ein Call, den wir gebraucht haben. Wir schauen, dass das Recording so schnell wie möglich hochkommt. Aber gelistet, okay, ganz, ganz, ganz wichtig. Wir laden das gelistet hoch, dass ihr das nur mit dem Link bekommen könnt, Leute. Okay, aber ich glaube, das war auf jeden Fall ein Call, den viele von euch definitiv gebraucht haben, Fam, das ist die Sache, deswegen würde ich sagen, back to work, guys, ja, lass uns die Märkte jetzt heute auf jeden Fall noch analysieren, ja, und die Probewoche voll machen und dann sehen wir uns morgen Abend um 21 Uhr, wo? Letzter Tag des Bootcamps mit Ilya Zubix, why you should build up an insane vision and insane work ethic, okay, guys, dort wird es wirklich da wird das shit real, okay, also Leute, wenn wir an einem Tag wirklich 500 voll machen müssen, dann morgen Abend für unsere Upline, Guys. Okay, das ist das Ding, Mann. Deswegen würde ich sagen, passt euch auf. Ich ziehe weiter nach Sovngarde. Let's go.